Hallo, willkommen im RAMShop 24 YouTube-Channel. Heute möchte ich euch den HDR50 Carbine Kit zeigen. Und zwar gehen wir heute ein bisschen darauf ein, alle offenen Fragen, die ich noch so reinbekommen habe, ob beide Generationen des HDR50 reinpassen, welche Anbauteile es gibt und. Also, gleich nach der Intro geht's weiter. Hallo ihr Lieben, ich habe heute, oder besser gesagt gestern, haben wir die HDR50 Carbine Kits reinbekommen. Die hatten wir ja auf der IWA uns schon mal kurz angeschaut. Leider waren die da festgekettet und ich konnte da irgendwie auch nichts wirklich ausprobieren. Deswegen habe ich mir gedacht, es ist auf jeden Fall eine kleine Review wert. Ich habe ein paar Fragen vorab schon per E-Mail bekommen, die versuche ich hiermit auch gleich zu beantworten. Also das Teil kommt hier in so einer neutralen Pappbox. Also nichts wirklich Weltbewegendes. Sieht dann so aus. Der Carbine Kit an sich drin. Kleines bisschen Montagematerial. Hier ist der Carbine Kit an sich. Da sieht man ganz einfach, ist Plaste. Finde ich aber gar nicht so schlecht. Sage ich euch gleich auch nochmal warum. Hat hier einen Metalllauf vorne drin. Gewindeschutz drauf. Dieses Gewinde von Umarex. Also das muss ich dann nochmal gucken. Da wollen wir auf jeden Fall auch noch vielleicht einen Adapter für machen, dass man vielleicht noch einen Schalldämpfer oder irgendwas montieren kann. Ist also ein Teil, wenn man hier drauf drückt, die Möglichkeit, den Schaft auszuklappen. Der arretiert auch gut, das ist auch recht solide. Man sieht ja auch hier, das ist eigentlich verwindungssteif. Also für die Länge und dafür, dass es hier so dünn ist, finde ich es gar nicht so schlecht. Von der Qualität gefällt mir das. Und es hat halt den großen Vorteil, dass es sehr leicht ist. Ja, das ist natürlich alles in Kombination, wenn man dann Anbauteile und so draufpackt, immer so ein bisschen von Nachteil, wenn das Teil zu schwer ist. Einmal diesen Front Mount, diese zwei seitlichen Mountschienen, die sind auch gekennzeichnet mit links und rechts, da ist ein L und ein R drauf. Und dann sind genau drei Schrauben dabei, zwei für den Mount, einen für diesen Underbarrel Mount. Die Revolver passen beide rein, überhaupt kein Problem. Nächste Frage, passen die Revolver auch mit den Tuningläufen von uns da rein? Passen auch rein. Ja, auch sehr geil, haben wir auch getestet. Dazu muss ich sagen, was ich ganz interessant finde, ist, dass, das zeige ich euch gleich, wenn ich den montiere, der Originallauf, also wenn der Revolver im Originallauf montiert ist, hier einen kleinen Spalt hat. Ja, jetzt habe ich auch verstanden, warum im Laufe des Testens. Ich vermute mal, vielleicht ist es Zufall oder ist es aus Versehen passiert, aber das ist exakt passend mit unseren HDR50 Tuningläufen, also die vorne das Gewinde dran haben. Also es passt rein. Zur Montage des Ganzen. Das interessiert wahrscheinlich die meisten. Wie montiere ich das Ding? Ihr montiert diese Schiene hier. Die wird hier drauf gesteckt. Also das Teil wird einfach hier unten drauf gesteckt. Dann wird dieses Teil hier reingesteckt. Ja, also ihr könnt es einfach hier so reinklicken. So, und das hier vorne aufliegt, da ist auch drunter die Schraube. Also insofern, also wo die Schraube reinkommt, das Gewinde, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Und hier ist das Ladefenster für die Trommeln. Das muss halt auch an der richtigen Stelle setzen. Aber das ergibt sich automatisch, wenn ihr das reingesteckt habt. Dann wird das hier gesichert mit dieser Schraube. Was ich ein bisschen traurig finde, ist, dass da keine Sechskantschlüssel dabei sind. Das vermisse ich so ein kleines bisschen. Ich habe mir jetzt eigene mitgenommen, um das hier mal zu montieren. Bin ich ein bisschen schwach an Umarex, liebe Grüße. Da hätte wenigstens mal so ein Sechskantschlüssel dabei sein können. Dann zieht ihr die Schraube hier an, kommen die Sideplates. Wie gesagt, da habt ihr hier ist ein R oben oder ein L. Aber einfacher, um sich das Ganze zu merken, ist, ihr habt hier unten diese lange Lasche, diese Kante. Und hier einen Schlitz. Und die Lasche muss natürlich hier in diesen Schlitz rein. Das heißt, ihr müsst einfach gucken, wenn es so rum nicht passt, passt es auf der anderen Seite. Das zeige ich euch mal. Zack, rein. Selbes Spiel auf der anderen Seite. Ist wirklich nicht schwierig. Hier sind zwei Muttern drin. Die kontern quasi die Schrauben, die von der anderen Seite kommen. Schrauben hier oben reingesteckt. Eins, zwei, dann braucht ihr wieder Sechskantschlüssel, zieht das Ganze an. Und jetzt ist der ganze Hokuspokus eigentlich schon passiert. Jetzt habt ihr den HDR50 in diesen Carbine-Kit eingebaut. So, was ich euch eben nochmal zeigen wollte, was jetzt durch diese Klappe verdeckt wird, das zeige ich euch gleich nochmal, fand ich am Anfang irgendwie ominös. Da ist ein Schlitz, also der Lauf, der vom HDR endet hier und der andere Lauf, der hier reingesteckt ist, der fängt dann erst ein bisschen später an. Das heißt, dass die Kugel fliegt einfach mal ein kleines Stück frei. Ich habe mir am Anfang gedacht, oh Gott, klappt das nicht? Es klappt. Also ihr habt
keinerlei Führung. Dieser Lauf, der hier vorne drin ist, das ist auch wichtig nochmal zu erwähnen, das hat ja Umarex mit Absicht gemacht. Das ist keine Laufverlängerung. Also ihr habt eigentlich mehr diesen optischen und diesen funktionalen Vorteil bei der ganzen Geschichte, aber der Lauf, der ist eh übermaßig, insofern wird die Kugel nicht geführt, insofern ist es auch kein Lauf. Deswegen ist es auch egal, ob der da anflanscht oder nicht. Aber, wie ich vorhin schon verraten habe, das Ding passt exakt, also dieser Spalt, der hier drin ist, der ist genau exakt so groß, dass unser Tuninglauf da noch verbaut werden könnte, rein theoretisch, im Ausland. Da waren nämlich auch viele Fragen, wo viele gesagt haben, hey, ich wollte mal fragen, geht das trotzdem? Geht. Und dann ist der Lauf auch bündig, dann schließt er auch ab, wird aber trotzdem nicht geführt. Also es bleibt und ist und bleibt keine Laufverlängerung. Ihr könnt dann nach wie vor ganz normal die Trommel hier raus und rein tun. Logischerweise ist es ja auch sinnvoll, weil hier so eine kleine Aussparung ist. Dann bleibt hinten der Pushpin erhalten. Also wenn ihr draufhaut und der Pin rauskommt, bleibt er erhalten. Ihr habt hier ein kleines Sichtfenster und könnt das Ganze sehen. Hier vorne ist eine Art Risssystem dran. Ich dachte erst, das wäre M-Lock oder Keymod oder sowas. Ist es aber nicht so richtig. Also M-Lock-Schienen passen nicht ohne weiteres. Ich habe aber eine andere Schiene organisiert, die hier unten reinpasst und die auch perfekt abschließt. Ja, das zeige ich euch gleich, wenn ich euch mal den Kit zeige, den wir ein bisschen umgefummelt haben. Hier vorne passt, wie gesagt, passt drauf der X-Tracer, der ganz normale von Umarex. Das ist nämlich dieses Standardgewinde. Ich werde auf jeden Fall noch Adapter machen, dass man hier unseren 50er Kaliber Schalldämpfer drauf montieren kann, also F-Schalldämpfer. Und geil wäre natürlich auch, wenn man vielleicht den 68er Tracer da montieren könnte. Ja? Also mit dem X-Tracer Adapter. Wir schauen mal. Ich gucke mir da was an. Ich rede da nochmal mit meinem Büchsenmacher und lassen uns ein paar Sachen einfallen. Vielleicht machen wir auch einen komplett neuen Schalldämpfer, der extra für den Kit ist. Das sieht ja eigentlich ziemlich geil aus. Jetzt zeige ich euch mal etwas. Wie immer, wenn ich sowas in die Finger kriege, was wäre die ideale Setup dafür? Oder wie muss dieses Ding aussehen für mich? Das ist nur meine persönliche Meinung, mein Geschmack. Finde ich es halt schön und sinnvoll. Was haben wir verbaut? Wir haben verbaut ein Solid Core RG mit dem verstellbaren Visier, Helligkeit und Farbe. Baut super geil kompakt auf, macht auch ein schönes, schlankes Design und funktioniert halt richtig gut. Dann haben wir verbaut eine spezielle Schiene, die ich vorhin schon erwähnt habe. Das ist eine Schiene, da mussten wir ein bisschen tricksen mit den Anschlüssen, aber das funktioniert einwandfrei und die schließt auch hier richtig schön ab und einfach von oben montiert werden und dann festgemacht werden. Wenn ihr ein bisschen, sagen wir mal, handwerklich begabt seid, könnt ihr natürlich auch da irgendwie rummachen und irgendwie eine M-Lock oder so da reinbasteln, aber tut es euch nicht an. Wir haben im Shop die passende Schiene da, ist verlinkt im Cross-Selling, bestellt die, kostet nicht viel Geld, dann habt ihr Ruhe und die ist auch aus Alu, richtig geiles Ding, braucht man. Dann haben wir hier einen Frontgriff montiert, den ich richtig geil finde. Ja, ich verlinke auch unten nochmal die einzelnen Komponenten. Aber vorweg auch, wir haben diesen ganzen Kit ohne den Revolver fertig auch so zum Kaufen. Also als komplette fertige Version mit X-Tracer, mit allem drum und dran. Schon alles fertig vormontiert. Also ihr müsst im Grunde genommen nur noch den Revolver reinstecken und loslegen. Also wer ein bisschen bastelfaul ist und keinen Bock hat, sich das Ganze zusammenzustellen und der auch ein paar Euro sparen möchte, weil wir das natürlich im Kit ein bisschen billiger machen, habt ihr das Ding auch bei uns im Shop. Guckt es euch mal an unter www.ram-shop24.de. Dann haben wir, wie gesagt, hier diesen Frontgriff, den ich echt cool finde. Das Ganze ergibt dadurch natürlich ein schönes ergonomisches Design. Man kann halt entweder so oder so reingreifen. So macht es eigentlich richtig Sinn, fühlt sich auch echt gut an. Ja? Also ich muss sagen, gerade wenn man dann sagt, okay, man will den ganzen noch eingeklappten Zustand haben, ist das echt geil. Macht absolut Sinn. Ist halt so ein bisschen dieses ja, intuitive Schießen dann aus der Hüfte. Kann man entweder so machen, man kann aber rein theoretisch auch durch den Red Dot selbst mit dem kurzen Schaft arbeiten. Oder man klappt das Ganze halt aus, um die maximale Präzision zu haben. Und dann ist das Ganze natürlich echt geil. So gefällt mir das richtig gut. Also ich habe das Teil echt lieb gewonnen, hätte ich nicht gedacht. Und was in dem Set noch dabei ist, also in dem Kit, den wir anbieten, diese QD-Attach-Teil und die Sling, ja, die One-Point-Sling. Die könnt ihr dann im Grunde genommen hier montieren, entweder hier hinten. Da ist es halt rechts- und linkshänder geeignet, finde ich halt auch sehr cool. Und ihr könnt dann auch hier vorne, entweder wenn ihr das wollt, also entweder auf der linken oder auf der rechten Seite dieses Teil halt montieren. Dafür sind ja, wie gesagt, diese Aufnahmepunkte hier. Das sind diese QD-Aufnahmepunkte für Quick Detach. Ja, so sieht das aus. So sieht dieses Teil aus. Ja, die gibt es also, wie gesagt, auch bei uns im Shop. Alles, was wir hier zeigen, gibt es auch bei uns im Shop, auch einzeln. Also wenn einer sagt, nee, ich will nur das haben oder ich will nur das haben. Und wenn ich den ganzen Kit so komplett kaufe, kriegt ihr bei uns auch. Ich mache, wie gesagt, die Links unten rein. Und dann habt ihr hier diese One-Point-Sling. Die ist günstig und gut. Ja, die kann man da richtig cool einhaken. Und die hat auch einen schönen Freilauf hinten, stört nicht, ist überhaupt nicht im Weg. Und also ist für mich das perfekte Setup
für den HDR50 Carbine Kit von Umarex. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen dazu haben solltet oder irgendwas unklar war bei dieser kurzen, schnellen Review, schreibt es mir bitte unten ins Kommentarfeld rein. Da lasst mir ein Abo und einen Daumen hoch, da würde ich mich sehr freuen. Schreibt mir noch mal rein, was ihr noch für Videos sehen wollt. Ach so, und was ich noch vergessen habe, ganz wichtig, unsere 50er Ballistic Target Rounds sind endlich da. Ja, da haben ja viele sehnsüchtig drauf gewartet. Also wir haben jetzt endlich nicht durcheinander bringen im Shop. Wir hatten die ja im 68er Kaliber schon. Wir haben die 50er Ballistic Target Rounds jetzt, und zwar in Orange, in Oliv und als Tracer. Ja, also absolutes Must-Have, wenn ihr mit dem X-Tracer arbeitet und auf irgendwelche Ziele ballern wollt. Ja, diese Shape Projectiles, ja, die also diese Flügelform haben, echt geiles Zeug, sind brutal schnell, brutal stark und echt gefährlich. Also Schutzbrille tragen und nicht auf Menschen oder irgendwelche Lebewesen damit schießen. Die sind jetzt auch bei uns im Shop erhältlich. Wenn ihr also ein bisschen Zeit mitbringt, ich werde demnächst auch noch eine Review darüber machen, dann zeige ich euch das Ganze nochmal in Ruhe, aber ich wollte es auf jeden Fall nochmal erwähnen, dass jetzt die 50er Ballistic Target Rounds von Hardcore Assault bei uns ab Lager sind. Das war es auch schon von meiner Seite. Ich wünsche euch eine gute Woche und hoffe, bald wieder von euch zu hören. Passt auf euch auf. Ciao, ciao. Tschüss.